Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kario in Thüringen. Wir haben noch ein paar Restbalken. Gelage. Die können wir noch gleich rein donnern hier in der BGA. Wir werden davon zwar nicht reich. Aber gut. Verschenken tun wir auch nichts. Oh, das sind 4000, genau. So, wir düngen auf Feld Nummer 12 und wir kalken auf Feld Nummer 38. Den Kalkstreuer düngen, also den füllen wir manuell auf, Überladewagen. Und der Kalkstreuer arbeitet, der Düngerstreuer arbeitet alleine. Vier Stück. Wir haben Regenwetter. In der BGH ist schwächer der Regen. Leider backt die Wand. Also nicht zu empfehlen, das nutzen. Aber wie gesagt, wir werden eher ein bisschen näher zum Frühjahr, wenn das Gras gewachsen ist, einmal kräftig Ballen machen. Und dann werden wir nachher entsprechend sehen, dass wir die schön gefüllt kriegen, die BGH, und dann klar auch eine Felder noch anders drauf. Also 38 kommt nämlich fürs Raps, das ist schon vorbereitet. Brauchen wir nur warten, bis er mit dem Kalken fertig ist. So, jetzt haben wir den letzten Ballen. Also haben wir 5 Ballen. Einen habe ich noch gefunden. Und mein Sägewerk. Da lag ja immer einer rum. Und die anderen 4 waren hier noch vorhanden gewesen. Blups, blups. Gut, Vermögen werde ich dann nicht verdienen. Klappen wir zusammen. Fahren wir mal rein. Gute Stube. Mal schauen, was die Wälder so kosten. Winterarbeit, die Wälder. Kalkstreuer. Ja, das ist komisch, dass die Ecke schon fertig war. Die eine Ecke war fertig. Aber ist egal, machen wir noch durch. Der ist immer durch. Wenn er nicht in den Kreis gefahren wäre, wäre er jetzt schon lange fertig gewesen. Und wir hätten Dünger gespart. Aber was wäre wenn, ne? Genau. 1, 2, 4, 5, 8. Das ist heute die vorletzte Folge. Da ich gerne mitspiele bei Speedy und Co. beim Team von Fat Action, mache ich die Aufnahmen in der Woche. Das ist ganz gut, das klappt auch. Das Einzige ist ungewohnt. Wenn ich wieder mal Spätschicht habe, kann ich ja da abends aufnehmen, nach der Arbeit. Die hat er nicht ganz gut ausgesät. Aber das kann durch die Schräge kommen, dass er verrutscht ein bisschen. So, wenn wir gleich rüberfahren auf Feld Nummer 48 und 49. Aber vorher müssen wir den noch auffüllen. Das ist Stufe 2, da können wir dann im Frühjahr normal aussehen. Vielleicht morgen, wenn Tone, der Tone, weil wenn
nochmal Gras gewachsen ist. Das könnte sein. Ich meine, wäre mir nicht ganz so sicher. Aber wir haben so viele Flächen an Gras, das müsste eigentlich so viele Ballen bringen. Ah, schauen wir mal. Vielleicht kommt auch die andere Karte in eine Quere. Update. Da wird noch nichts höher, das zu beginnen. Also wenn das hier abgeerntet, wenn die Felle alles verkauft ist, dann können wir einen Umzug machen. Dann starten wir gleich im Frühjahr. Sparen wir uns im Winter. Kalk ist jetzt bei 45%. Fast. Überlege ich gerade, Wald? Was würde so ein Wald kosten? Den habe ich ja. Könnte man natürlich verkaufen, ne? Ja, fies wäre. So klein oder mal sehen. Das Braune sind Felder, das sind Wiesen. Das Wiesen brauche ich keine. Das ist ein Wald. Kostet immer viel. Das wäre ein größerer Wald. Wäre aber schlau, wenn wir die vorher entsprechend hinfahren würden. Das war eine Wiese. Das ist einfach nur runden Boden. Gut. Haben wir Zeit übrig. So, jetzt fahren wir schnell zu Feld Nummer 48. Auf 60, da will ich ja noch Restkalken. Wenn mir jetzt nämlich düngen, ist der Kalken zu sehen. Das ist auch blöd. Gas ging, ja, Gas. Oh, eine mächtige Kurve kriegt hier. Traktor war 90%. Pflegereifung ist etwas ungünstig für so eine schnelle Fahrt. Mal Gas wegnehmen. Was für eine Formel 1. Wie gesagt, die 48 und die 49. Fangen wir gleich vorne rechts an. Das Gebüsch. Da sind wir auf der 49. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. So, schauen wir mal, schön, schön. So, guck mal ganz kurz gucken hier. Den klappen wir aus. Da sind wir wieder. 49, zwei Runden. So, wie lange? Zeig ja auch nicht an. Das sieht gut aus. So, auf geht's. Wie lange dauert das? Wie lange? 21 Minuten. Der sollte auch mit klarkommen. Wenn wir den Überladerwagen gleich zu 64 fahren.
Denn da müssen wir auf jeden Fall nochmal rüber fahren. Und dann werden wir mal gleich die anderen drei, vier mit der Seemaschine Startler machen. Da haben wir im Grunde 4, 7 Traktoren und 2 LKW. Nicht schlecht. 4 Mähdrescher. Oh. Holzvollernte. So. Der braucht noch ein bisschen mit der Wenderei. Gut. Fangen wir an mit dem hier. Richtiger Modus. Kursgenerierung. Vorgewender machen wir 1. Weil wir fahren dann mit 4 Maschinen. Ein bisschen kleiner oder machen wir auf 15 Meter genauer? Besser auf 15 Meter. Machen wir mal ein kleiner. So, weich, ist okay. Ah, ja. Ne, 5 nicht. Das wäre jetzt bei einer Maschine. Später, na gut. Speichern wir den mal ab. Feld 38, nee, 28 nicht. 28. 30. Saustart. 4 Maschinen. Aktiviert 14,5 auch Düngefunktion aktiviert. Ja, gut gespeichert haben wir auch. Das ist jetzt hier mal wieder genau. So. Rechts, das passt auch. Die aktiviert 1 rechts. Zwei links. Eins links, deaktiviert. Nicht so einfach, alles in richtigen Reihenfolge kriegen. So. So, das wäre jetzt eins rechts. Deaktiviert, das passt.
Raps. Aktiviert. Du bist jetzt ganz rechts. Auch deaktiviert. Aktiviert. So. Zurück. Also auch wenn er einen gelben Helm hat, ne? So, geht gleich los. Jetzt geht das voll. Teste mal. So. Zwei links. Die aktiviert, passt. Aktiviert auch. 100 Meter ist okay. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Aktiviert. Eins links. Einstellen. So, ja, verbrochen. Dann müssen wir jetzt Platz machen. Jetzt tanzt immer auf der ersten Reihe. Im Grunde ist es egal, aber es ist ärgerlich, weil der Rest ja auch noch fahren muss. Ich dachte, er macht die Ehrenrunde und dann haut er ab. Nö. Fast umgefahren. So, liebe Zuschauer, das wäre es für heute. Wir starten auch noch den nächsten gleich. Und dann übernächsten. Und dann müssen wir gleich sehen, dass wir die Runde werden, ne? Oder die Folge. So. Ersten Wegpunkt. Sonnenblumen. Den nächsten nehmen. Ersten Wegpunkt. Gleich hochstarten.
Gut, das war der Verkehrte. Das heißt, wir müssen, naja, verkehrt war es nicht, aber der muss man ganz kurz vorbeilassen. Entlassen und X. Und den Dolz erst vorlassen, damit die Reihenfolge passt. So, Liebscho, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen gleich weiter in der nächsten Folge. Wir werden noch nicht ganz fertig werden, aber das macht nichts. Sag mal Tschüss, Winke, Winke, ciao, ciao. Bis dann, bis morgen, bis, ja, hoffentlich. Ja, bis morgen, ciao.